Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen. Sie sehen, wir sind ein bisschen erkältet. Das liegt aber nicht am Verlauf des Wochenendes, sondern das liegt am Wetter. Insgesamt hatten wir ein außerordentlich gutes Wochenende für die Linke. Wir hatten gestern auf unserer Parteivorstandssitzung mit klarer Mehrheit eine Wahlstrategie verabschiedet, wo wir doch mit großem Optimismus in das Wahljahr 2017 gehen wollen. Wir haben dort auch das Ziel formuliert, dass wir zweistellig abschneiden wollen bei den Bundestagswahlen und bei den drei Landtagswahlen erfolgreiche Ergebnisse erzielen wollen. Wir hatten gestern zum ersten Mal eine Diskussion über den Rohentwurf eines Wahlprogramms, was die beiden Parteivorsitzenden vorgelegt hatten und dem Parteivorstand zu einer ersten Generaldebatte überreicht hatten. Dieser Vorentwurf ist auf große Zustimmung gestoßen. Wir hatten fast ausschließlich Erklärungen, dass es eine gute Grundlage für das Wahlprogramm ist, das wir im nächsten Jahr verabschieden wollen. Wir sehen dafür eine gute Grundlage, dieses Wahlprogramm der beiden Vorsitzenden dann Mitte Januar der Öffentlichkeit vorzustellen auf unserem Jahreskongress am 14. Januar. Und wir haben heute unsere personelle Frage gelöst. Davon sind andere Parteien noch etwas entfernt. Wir hatten folgenden Beschluss gefasst heute im Parteivorstand. Es waren im Übrigen zu diesem Parteivorstand auch die Vertreter der Landesparteien eingeladen. Abgestimmt haben aber natürlich nur die Parteivorstandsmitglieder. Folgender Beschluss wurde mit einer Gegenstimme gefasst. Der Parteivorstand beruft die Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu SpitzenkandidatInnen für die Bundestagswahl 2017. Der Bundestagswahlkampf der Partei wird gemeinsam geführt von einem Spitzenteam aus den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger sowie den beiden Spitzenkandidatinnen. Dieses wird unterstützt durch den Bundeswahlkampfleiter Matthias Höhn, der für die Durchführung des Wahlkampfes verantwortlich ist. Die Kommunikationsstrategie wird gemeinsam im Spitzenteam, also zwischen den beiden Parteivorsitzenden, Spitzenkandidatinnen, erarbeitet. Die politischen Entscheidungen zum Wahlprogramm sowie die politischen Entscheidungen nach der Wahl werden in enger Absprache mit den Spitzenkandidatinnen geführt und liegen bei der Partei und ihren Vorsitzenden. Das ist der weise Beschluss, der in großer Einheit von unserer Partei heute gefasst wurde. In der Tat, dieses Wochenende war ein gutes Wochenende für den Bundestagswahlkampf 2017. Wir sind strategisch vorangekommen, hatten eine tolle Debatte zu den Inhalten und wir haben auch entsprechend personalpolitisch die Weichen gestellt. Ich bin sehr stolz auf diesen Parteivorstand, denn er hat eine sehr reife und zudem lebendige Debatte ganz im Sinne einer demokratischen Parteikultur geführt. Und personell sind nun die Würfel gefallen. Wir haben entschieden, wer die Spitzenkandidaten werden. Das sind die jetzigen Fraktionsvorsitzenden. Und wir haben festgehalten, dass der Bundestagswahlkampf geführt wird von einem Spitzenteam, und zwar gemeinsam geführt wird von einem Spitzenteam, bestehend aus den beiden Parteivorsitzenden und den beiden Spitzenkandidaten. Und mit diesem Gedanken des Spitzenteams verbinden wir die Hoffnung und den Anspruch, gemeinsam handlungsfähig zu sein. Ich meine, dieses Spitzenteam macht uns als Partei gemeinsam stark und bringt uns voran. Insofern ist in diesem Wochenende echt was von uns bewirkt worden. Und es wurde auch immer wieder deutlich, wir gehen jetzt in den Wahlkampf rein. Zum einen, um ein gutes Ergebnis für die Linke zu kämpfen, aber vor allen Dingen, um Druck zu machen für eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der kein Mensch von Armut bedroht ist, alle frei von Armut sind, die Mitte besser gestellt ist, das Öffentliche gestärkt wird und dafür die obersten 10% zur Kasse gebeten werden.